So, okay, wer möchte welches Rohstoff sammeln? Okay. Ich hol Diamanten, ich hol Diamanten. Gut, Jakob holt Ich hol Diamanten. Obsidian. Ich hol Bedrock. Man hat sich verwandelt. Also die größte Bedrohung sind die Gesandten. Ah, Telefon! Warum höre ich das? Oh mein Gott, er haltet den Grasblock durch die Tür. Nein, lass den Grasblock nicht einbringen. Ah, oh, wir schreien. Mach es tot, mach es tot, mach es tot! Was? Yes. Ja. Er hat sogar die Fackeln darunter gesprengt, so böse. Ich überlege gerade, wie ich das... Ach Gott, ich mache es einfach irgendwie, ist doch vollkommen egal. Mein Problem ist, ich denke immer viel zu lange nach, wie ich Sachen bauen könnte, anstatt dass ich sie endlich baue. Genau, mach's wie ich. Ja, ey. Na, wirklich? Boah, irgendwas und ja, sei zufrieden. Meistens ist es eh besser. Weil wenn ich irgendwas baue, dann schaut es eh gut aus. Ach, nein, Spaß. Ach ja, da habe ich doch glatt was vergessen. Ich muss jetzt leider Pizza fressen gehen. Was zum? Ja, ich bin ja doch ein Mensch und brauche Nahrung und so. Okay. Nahrung und so. Bisschen also, nicht auch so. Ich mich kurz verabschieden von den Zuschauern und Pizza fressen gehen. Gut, tu das. Bleib doch gut stehen. Jakob, bist du noch da? Auf Wiedersehen. Natürlich. Achso, okay. Es war gerade die Casa de Chuckfest. De Chuck. Wo? Ihr dürft mich vor jeglichen Gefahr beschützen. Du könntest auch einfach das Spiel dabei verlassen. Das ist ja, erlaubt. Ja. Da ist noch Glas, okay. Gut, ich komme gleich. Gut. Ich werde uns da ein wunderschönes. Oh, schön. Was wird das? Die Casa de Chuckwiss. Achso, ah ja, hast du gesagt. Richtig, richtig. Ja, gefällt mir. Ja, wir könnten da mehrere Häuser so aufbauen und dann so mit Wegen verbinden. Das ist gut, ja. Genau, das würde ich machen. Passt. Wir haben ja auch den Auftrag, eine große Villa mit Pool zu bauen. Ich meine, wir müssen ja alle Wünsche... Also ich mache jetzt keine große Villa. Eh nicht. Cool, wir haben noch nicht die Materialien für eine große Villa. Ist das symmetrisch? Schaut symmetrisch aus. Ja, es ist symmetrisch. Hast du Glas für mich? Ich habe Glas für dich. Dünnes oder fettes? Dünnes, oder? Da ist dünnes. Und da ist noch normales, dann kannst du mehr machen. Nein, die Werkbank gebe ich dir nicht, die brauche ich noch. Denn die wollte ich gerade hier einbauen. Ah, die ist schon eingebaut. Egal. Da ist Glas, das ist Glas. Jetzt wollte ich... Es gibt so viele Sachen, die ich machen will, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir brauchen mehr Öfen. Ich glaube, wir brauchen einen einzelnen Raum für Öfen, weil wir hier keinen Platz haben. Ach, ich mache da eine große Ofenwand. Ja, das passt, weil das, da ist hier, das ist der Weg eher so in Richtung Mine. Und dann mache ich da gleich die Öfen daneben. Ich werde es umbauen, ich werde es nicht die Ecken mit Holz, sondern die Ecken mit Cobblestone und das andere mit Holz. Okay. Ja, genau, so will ich das jetzt machen. Voll da rein. Ich habe kein Cobblestone mehr. Ich muss mir etwas Cobblestone ausbauen. Ja, der Cobblestone wird langsam knapp, weil ich gar nicht so viele Öfen mache. Ich glaube, wir müssen wieder neun. Jetzt nicht so gut, aber das ist schon okay. Er wird knapp, da sind eh nur noch 3 Stacks da in der Kiste. Also, habe ich nicht gesehen. Die werde ich jetzt einschmelzen. Oh, das ist. Okay, die werde ich alle einschmelzen. Denn ich werde jetzt anfangen, uns Stone Bricks zu machen. Zu machen. Ich klicke meine Maus tot. Ah, so. Und während dieser Stein da gebrannt
erhitzt wird, werde ich jetzt schauen, ob unser Feld ist nicht größer geworden. Aber ich werde es mit Knochenmehl bestäuben. Brauchen wir den Karotten? Wir brauchen Karotten. Jai! Das steht noch nicht auf unserer Liste, aber was ich noch hinzufügen werde, ich will einen Bauernhof bauen, oder zumindest große Felder, wo alles ist. Wo Karotten, Kartoffeln, Getreide, Melonen, Kürbisse, ich will alles anbauen, auf jeden Fall. Und alles so wunderschön getrennt in einzelnen riesigen Feldern. Das ist meine Aufgabe. Und die Umgebung hier ist sehr praktisch, weil die ist relativ eben. Da können wir viele große Felder aufbauen. Das ist gut. Wir können es gleich neben einem Haus machen. Natürlich. Das willst du. Die Casa, die Jack, wir sind bald, also nimmt langsam Gestalt an. Jakob, ich werde bei deinem Balkon oben bei der Klippe mehr Dreck dazugeben, damit die Creeper nicht auf den Balkon drauf fallen, sondern in die Klippe hinunter. Das ist gestattet. Das ist eine sehr gute Idee, hoffe ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er von da gekommen ist. Jetzt werde ich Jakobs fiese Verschwörungsbinde durchkreuzen. Okay. Creeper mehr. Ich habe eine Frage. Hat jemand... Nein. Zufällig. Wir haben sehr viel Holz in der Blockbox. Ich präsentiere die Blockbox. Dunkeles. Das nicht. Aber es ist in der Nähe ist ein Dunkelholzwald. Auch genannt Tannenwald, da vorne. Genau in die Richtung, wo du gerade bist. Tannenwald marschiert. Ein dunkler. Diese Richtung? Dunkler okay. Wald. Da gibt es die riesigen Spinnen und was weiß ich was alles. Ich gehe auch gleich raus, ich hole noch mehr Wolle. Haben wir... Ich habe einen Chuck gefunden. Ein Chuck? Ich habe 3, 4 Chucks gefunden. Das musst du jetzt erklären, warum es Chuck heißt. Das wissen glaube ich nicht alle. Naja, ich weiß nicht, es ist halb Chicken, halb Duck. Genau, man weiß, sie nicht entscheiden. Genau, man weiß in Minecraft eigentlich nicht, ob es Hühner oder Enten sind. Sie droppen und verhalten sich wie Hühner, aber eigentlich können es auch Enten sein. Und für alle Kinder, die nicht Englisch können, Duck ist die Ente und Chicken das Huhn. Und deswegen heißt er das Chuck. Ha. Ganz genau. Und nicht werdet Dicken, es nicht glauben, sondern Chuck. Ihr werdet es obwohl nicht glauben. Sie sind eher Huhn, da sie nicht wirklich fliegen können, sondern eher ein wenig abheben und flattern können. Ja, stimmt. Eigentlich sind sie Hühner, finde ich. Das sind schon mehr Hühner. Ich muss auch mit anderen Sprachen. Ja? Ich habe bestimmt den Drang, andere Sprachen zu sprechen. Also, ich wollte noch sagen, dass das Chuck nichts mit Chuck Norris zu tun hat. Der ewige Internet-Running-Gag, der mir langsam ein bisschen auf die Nerven geht. Ich habe nichts gegen Chuck Norris-Witze, aber ich finde, sie werden zu oft benutzt. Ich meine, letzte Zeit nicht mehr so. Ja, so wie alles. Ja, aber das Mickey ist schon Rose so alt. Existiert auch immer. Ja, das gibt's nicht. Das war alles. Gott sei Dank. Leider. Nein, das, naja. Das war aber geil. Nein, das Lied war so nervig. Oh ja. Das Lied ist cool. Es ist nicht. Welches Lied? Give you up. Never gonna let you down. Never das, gonna das, say goodbye. Das ist so cool. You got never gonna let you down. Never gonna let you down. Ich hab mich immer so geärgert auf irgendwelche tollen YouTube-Videos, die was weiß ich was alles präsentiert haben und dann. Oh my god, big world! New PlayStation, PS4, never gonna give you! Na, sowas hab ich nie geschaut, ich hab keine PlayStation. Ja, okay, ja. Tolle Nebeninformation, ich habe keine PlayStation, ich habe keine Xbox, was gibt's noch so? Und eine Wii. Ja, das hab ich. Aber ich benutze es nicht. Ja, ich habe auch ein Wii. Eben, sehr leise. Obwohl jetzt ein Freund wieder mal mit mir Wii zocken wollte. Online. Ein Ego-Shooter. Oh. Ja. Wir haben ein kleines Baby-Chuckylein. Ein Baby-Chuckylein. Ich bin eigentlich gar nicht so der Fan von Ego-Shootern. Das einzige Ego-Shooter, das ich wirklich immer ernsthaft gespielt habe, war Half-Life 2. Aber auch nur, wenn mir die Story so gut gefallen hat. Half-Life 2 ist kein Ego-Shooter. Was sonst? Es ist irgend so ein Steam-Ego-Shooter.
So ein Möchtegern-Shooter. Ja, so ein Möchtegern-Hunter, wie es kein Du rennst herum, hast eine Waffe in der Hand und schießt. Story-basiertes RPG-Spiel mit einer Waffe. Lass mich ausreden, bitte. Du rennst mit der Waffe herum und schießt auf fast alles, das sich bewegt. Und es ist kein RPG-Spiel. Ja, aber es ist ein Ego-Shooter. Das kannst du nicht abstreiten. Ha. Aber es kommt auch besser. Portal zählt als Puzzle-Shooter. Ja, das ist eh klar, oder? Ja, aber bei Portal schießt du nur Portale. Das ist nicht wirklich jetzt ein Shooter. Achso, das muss. Ja. Ja, okay. Vielleicht zählt das Shooter, weil auf dich geschossen wird, aber. So, wenn ich schon da bin, nehme ich. Ja, du schießt die Portale, ja. Ja, aber ach. Das ist ja kein. Ja, okay, ja, Puzzle-Shooter, gut. Weiß ich. Ich find's lustig. Bubble-Shooter ist auch ein Shooter. Was ist Bubble-Shooter? Das kenn ich nicht. So ein Handyspiel, wo du diese Bubbles so wegschießen musst und sie müssen... Nur die Bubble shooter in einer Reihe sein. Das ist aber kein Ego-Shooter. Ja, die müssen vier in einer Reihe sein von derselben Farbe. Kann dieser Block... Ich stehe seit 5 Minuten da und versuche diesen Holzblock gerade zu kriegen. Kannst du bitte... Meinst du Hochholzblock? Ja. Du, es kommt davon, auf welcher Seite du den anderen Block anklickst. Ja, aber da ist eine Tür. Ich kann keinen Block auf einer Tür platzieren. Ja, dann weiß ich nicht. Mach die Tür weg oder so. Ja, dann muss ich jetzt die Tür weg, irgendwas hinbauen und dann wieder... Tja, das geil. Ist Minecraft. Grenzenlose Möglichkeit. Never gonna give you up. Hört auf, das zu singen. Yay, mein Inventar ist voll mit Schneebällen. Wuhu. Lebenswunsch erfüllt. Ich wollte eigentlich dunkles Holz sammeln, wenn ich schon da bin. Ist der eigentlich ein Schimpfwort? Eigentlich schon. Nein, weil es ist ja nicht sondern Psst. Nein. Das war die Axt. Okay, ich habe mir jetzt alles überlegt, ich hol doch kein Holz. Der Jakob hat übrigens ein sehr schönes Haus, muss ich sagen. Das ist nicht schön, Martin. Oh ja, also ich find's hübsch. Ich find's nett. Ich hab viel zu wenig Material. Ja, es ist noch nicht fertig, aber wenn es fertig ist, wird schön sein. Ich hab das eigentlich gesagt, weil ich es jetzt herzeigen wollte, aber es dauert noch länger, bis ich da bin. Also wartet. Oh, davon bist du schon. Da bist du. Das willst du nicht jetzt sagen, das ist ein Block. Das ist ein Block momentan. Okay, beachtet nicht das Haus, das jetzt im Video zu sehen ist. Schau nicht hin. Schau nicht hin. Ganz einfach. Schaut auf die ganzen Hunde, die da rumlaufen. Nicht das Haus. Genau. Nicht auf das Gebäude. Hört auf. Was schaut ihr eigentlich auf das Haus? Ihr solltet nicht auf das Haus schauen. Schaut aus dem Fenster. So, gut. Jetzt könnt ihr wieder herstellen. Seid ihr begriffsstutzig? Ich mach jetzt Schneeblöcke. Ich könnte eigentlich Schneeblöcke als Ersatz für Wolle nehmen, weil ich mehr Schnee habe wie Wolle. Ich habe keine Steinspitzaxt. Deswegen mache ich mir jetzt eine Spitzaxt. Denn ich habe keine. So hört Spitzaxt. Wieso sagt ihr immer Spitzaxt? Weil es in England eine Spitzaxt gibt. Hey Lukas. Hey, ja! Oh, schau, du triffst mich nicht, das ist, weil du nicht Shooter gespielt hast. Oh. Ich hab dich getroffen, aber sag's keinen. Was machst du da? Was ist das? Das ist der Geheimgang von der Holztermite. Ja, kann man so sagen. Ah, okay. Die Holztermite, der neue Spitzname für Luki. Die Holztermite. Jetzt im Handel. Ja. Jetzt im Kino mit Ben Stiller. Muss ich dazu jetzt ein Minecraft-Comedy-Video machen? Nein. Eine Komödie mit Ben Stiller. Ein Babyhühnchen, ist das süß. Oh, Lukas, du bringst es nicht um, wir brauchen die Hühner, wir brauchen, nein, wirklich, wir brauchen sie. Achso, es gibt einen praktischen Zweck, warum das Hühnchen lebt. Gut, dann lebt ja. Es. Warum liegt deine Holzschaufel? Ich helfe dir Holzschaufel, bist ganz allein, ich leg dich, also die Blockbox, hast nichts verloren. Da gehen die nichts. Die hab ich dahin gehauen, weil sie unnötig ist. Ich hab sie in die sonstige Kiste gelegt. Ich find's echt interessant, wie ihr da einen so einen Spalt offen lässt. Ja, da kommt noch Wolle hin. Es ist noch Baustelle. Sag den Creepern, es sind noch Baustelle, die dürfen noch nicht springen. Wir wollen aber springen, Meister. Sprichst du creepisch? Ja. Mir fehlt doch ein Creep. Nein, ich spreche creepy.
Wer hat einen... Hallo Hündchen. Wer hat Wie schnell ist das Hündchen eigentlich, Monster? Ich stoße es von derselben Klippe wie den Hund. Ja, das Huhn kann Gott sei Dank fliegen. Ah ja, voll. Aber trotzdem jetzt. Wow, der Fug! Es rächt das Huhn. Sniper-Modus aktiviert. Das ist ein Bogen? Ja. Cool. Egal. Den hab ich ihm gegeben. Ah ja, richtig, das weiß ich. Nein, Spinnen passen nicht durch, weil die können... Ich glaube nicht, dass die dadurch einen Block dadurch... Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. Es ist ja nicht so, dass hier draußen die Höhlenspinnen rumlaufen. Die passen überall durch. Diese kleinen, miesen Biester, die einen immer dann vergiften, wenn natürlich ein Creeper auch noch hinter dir steht.